boy. Don't let the label label you. Yes, day two unseres Hamburg Double Day Experiments. Und Alter, das ist ein Schmettermatch, was wir jetzt hier gegenübergestellt haben. Clash of Generations definitiv. Und na, was denn? Bin auch Anfang 30, Bruder. Ey, krasses Match. Stell beide nacheinander vor. Auf dieser Seite steht ein junger Mann aus Duisburg. Hier. Und was? Der Typ ist der unangefochtene Weltmeister im Reiben. Und er kann mindestens nur so gut schreiben und das ausrappen. Und das wird er hier beweisen. Macht motherfucking Lärm hier. Und auf dieser Seite... Dann noch ohne Schnurrbart, Alter. ...steht ein Mann, der eigentlich kaum noch eine Introduction nötig hat. Liga-Gründer der Battle Rap Bundesliga. Fetten Respekt und Dank erstmal dafür. Aber schon davor war Veteranenlegende, sämtlicher Superlativ, konnte erfüllt werden. Der Typ, der, wenn er alles abruft, definitiv the most dangerous Battle Rapper ist, Alter. Mach das für mich! Da zu Mettmus Stampf und Schlag will ich euch sagen, wie und warum dieses Match zustande kam. Mir wurde vorgeschlagen, heute Abend Kid Soldier zu battlen. Doch der noch nicht ganz trockene Bengel wollte nicht, verständlich, denn wie soll er sich dem sexuell offensten Menschen in einem Cockduell stellen, wenn er offensichtlich noch immer Angst davor hat, eine Fotze zu lecken? Und dann... Nochmal einen Schnucki gezaubert. Warte ab! Und dann schlug Jamie mir Hansen vor. Und ich denk so, yo, ist cool. Aber auch der hat heute scheinbar beide Hände voll zu tun. Dazu müsst ihr wissen, Hansen hat so richtig große Hände. Und wenn der beide voll zu tun hat, dann ist das schon eine Menge. Und damit das Line-Up heute voll wird, hat man mir Merlin angeboten. Und ich so, ja, okay, gib her die verdammte Kohle. und so kam es zu der heutigen Begegnung. Obwohl ich immer gesagt habe, ich habe nicht vor, gegen Freunde anzutreten. Aber ey, nur weil wir cool miteinander sind, heißt das ja nicht, dass deine Mama nicht auch mal an meinem Wurstschinken knabbern will. Und wer will es ihr verdenken? Mein Pimmel riecht nach Nelken und einer Prise wilder Pflänzchen, lecker Kirsche, bisschen... Manos, Geduld. Wir werden im Stream noch verkünden, wann die ganzen gewonnenen Karten rausgehen. Wir sammeln aber noch. Ich glaube, jetzt wo du es sagst, wir können heute auch nochmal, am Ende hauen wir auch nochmal zwei raus. Gut, dass du es schreibst. Aber so hartnäckig wie du bist, wird auf jeden Fall nicht an dir vorbeigehen. Mach dir keine Sorgen. 40 mit Limette schmeckt nach Minze, Ingwer, Lemon und nach richtig frischen Äpfeln. Ich bin so ein lecker Kerlsche, ich wichs Himbeer mit Lavendel. Ich weiß, das sind dir zu wenig Fette. Deshalb bläst du mir zwar ein, aber gehst hinterher nach Meckes. Spaß, wie willst du mir denn den Penis lutschen? Du wirkst ja schon beim Zähneputzen. Pass auf. Ah, krass, einen leichten Hänger da, scheiße. Ja. Du wirkst ja schon beim Zähneputzen. Bodenbaron. Pass auf, scheiße. Du wirkst ja schon beim Zähneputzen, Dicker. Du klingst wie nach einem Kopftreffer von Brock Lesnar. Du bräuchtest keinen Ghostwriter, sondern einen Ghostrapper. Und dann bist du auch noch fett. Als würde eine Essstörung nicht reichen. Ja, aber das kann man nicht mehr bringen. Essstörung, das geht ja jetzt nicht mehr, oder? Das kann man nicht mehr bringen. Als würde eine Essstörung nicht reichen. Du bist wie Goyner, nur mit Sex und schöneren Reimen.
Aber Bruder, Bruder, what are those? Du properes Bübchen, kommst mit Crocs an den Füßen. Und ohne Socken sieht das aus, als würden getrocknete Pilze aus jedem Loch heraussprießen. Ey, ich bin echt kein Designer-Typ, aber dein Kleidungsstil ist richtig Allmann. Du siehst aus wie der Typ, der am All-You-Can-Eat-Buffet frisst, bis er schwitzt und pfeift wie nach einem Sprint mit Asthma. Junge, du siehst aus wie der größte Allmann seit 1933. Dein Outfit schreit... Stimmt doch voll nicht. Sieht null aus wie ein Allmann. Schreit, nimm mir meinen Stolz, aber mein Schwein nicht. Junge, so gottverdammt Allmann, mich würde es nicht wundern, wenn du schon morgens nach Bier riechst. So gottverdammt Allmann, du startest einen dritten Weltkrieg und verlierst ihn. Ja, und dann hatte ich noch einen krassen, aber den habe ich Chris Kotzen überlassen. Nein. Mach lange! Stabile erste Runde, ne? Ein paar oberflächliche Bars. Aber gut, eigentlich gut, ne? Bis auf den Hänger war eigentlich gut. Das ist ein Samurai. Ey, yo, Hamburg! Erste Runde auch für Prinz Merlin von Anhalt! Hallo Hamburg. Yeah. Ihr wartet bestimmt ein Battle, wo es mit Punches kracht. Wo der eine nett grinst, während der andere Witze über Mama macht. Yunus. Bestimmt hat es den meisten hier der hippiehafte Pseudo-Gutmensch, ich mag euch Charme, dieser Reibenschar schon angetan. Bestimmt denkt ihr euch, die Jungs kann man nur mögen, Maschallah. Denn bei denen gibt's all das, was in der Gesellschaft mal so gar nicht passt, in angefasst. Darum ist es in Reibenparts meist angebracht, wenn man erst die Frau schlägt, bevor man ihrem Partner dann verdammt entspannt den ganzen Sack plus Schwanz nass sackt. In euren Texten werden mehr junge Hengste eingeritten als auf einer Trabrennbahn. Also sind zwei Reimfetischisten gegeneinander, ne? Ist nice. In euren Texten fresst ihr kiloweise Ananas, geht mit euren Freunden wildwichsend auf die Wikinger von Vikings ab und gurgelt mit euren Kammshots rum wie kleine Kinder bei einer Wasserschlacht. Mir ist so eine Scheiße an sich kackegal. Ob einer liiert ist mit einem Unschuldslamm oder einer Hartgelslatt. Ob einer Sex mit Behaarten hat. Ob er Sex mit Mann, Frau, einem kleinen, gelben, langen, schwarzen oder gar keinen hat. Mir ist kackegal, ob wer den Oralverkehr mit einer Dame mag, die gerade ihre Tage hat, sodass er danach aussieht, als leckt er einen als trägt er einen blutroten Drei-Tage-Bart. Yeah. Mir ist es sowas von kackegal, ob einer einen Schwanz so groß wie ein Tampon hat, ein Faible für SM, Natursekt oder Kaviar, solange er damit niemanden verletzt, als Mensch gerade ist und dem Leben stets die Wahrheit sagt. Yeah. Okay. Punkt an Merlin auf jeden Fall. Sexualität ist eine Sache, wo jeder eine Meinung hat. Doch die am Ende des Tages jeder für sich selbst zu entscheiden hat. Darum findet so ein unwichtiger Konsens heute auch nicht in meinen Punches statt. Yeah. Doch warte mal. Wenn du das T für Minnern alles als kein Problem liest, wieso werden solche Aussagen dann aufs Blatt gepackt und den... Also super schon mal zu sehen, Merlin ist vorbereitet, Merlin hat Bock, Merlin hat sich Gedanken gemacht. Das ist alles super selten. Und sehr schön zu sehen. Parts gebracht. Ich sag euch das. Diese unreifen Blagen mit ihrem Möchtegern Woodstock, Swag, Ficky, Ficky Humor sehen das Ganze etwas taktischer. Sie stellen sich durch auf sich projizieren von traurigerweise noch vorhandenen gesellschaftlichen Tabus als sympathischer, empathischer und sozialer dar. Kombinieren es mit Shock Value, damit die Masse was zu lachen hat. Und das finde ich echt abgefuckt. Wie kann man nur alles dafür tun, damit ein der Homosexuelle aus der Nachbarschaft wie ein Star behandelt? Ihr Blender macht auch super links und weltoffen, als hättet ihr die Toleranz gepachtet. Faktisch Quatsch, denn auch wenn ihr das Ganze zu 100% anders macht, nutzt ihr im Grunde nur den Unmut des Volkes für euren eigenen Aufstieg wie vor 80 Jahren das Nazi-Pack. Die Runde geht jetzt, also wenn du den Text nicht noch vergisst, geht die Runde jetzt schon safe an Merlin. Klar, der Nazi-Vergleich ist so ein bisschen weit hergeholt, aber wenn der eine Gegner halt mit Generics kommt und der andere daraufhin kontert nach dem Motto, dicker Generics, was soll das und so, da ist kein Gehalt drin und so, das ist so und so, deswegen ist das scheiße, dann hat der auf jeden Fall erstmal die Oberhand, ey. Das hier wird euer persönliches Stalingrad. Denn auch ich kippe Weltschmerz in mich hinein und sehe meist zu 100. Euer persönliches Stalingrad. Denn auch ich kippe Weltschmerz in mich hinein und sehe meist zu 100% die Natur trüb wie Apfelsaft. Doch ihr seid wie die Tätowierungen einer Borderlinerin auf dem vernarbten Arm.
nach außen angepasst und lenkt von den Fakten ab. Yeah. Fast wie Vater Staat. Euch ist doch egal, was einer für eine Vergangenheit hat. Ob ein Junge im Alter von 18 Jahren, der den ganzen Kram so gar nicht mag, eine Affäre mit seinem soziopathischen Psychiater hat, ohne zu wissen, was da in der Praxis war. Denn durch hochkomplexe Persönlichkeit... Aber wie man auch immer merkt, der lernt seine Texte halt wirklich einfach gar nicht akribisch, und deswegen musste er halt immer in die Ferne gucken. Weil, denke ich mal, so der Text einfach, weil er so den Text, sich einen Text besser merken kann, oder der irgendwie vor seinem inneren Auge erscheint oder er sich so besser erinnern kann. Er kann halt leider nicht den Gegner angucken. Störungen ist die Wahrnehmung so mangelhaft, dass er, egal was ihm geschieht, niemals weiß, welche Stimme ihm die Wahrheit sagt. Yes. Das alles nur, weil sein beknackter Arzt ohne Moralverstand und den geringsten Ansatz von Scham durch seine manipulative Art sich den Anteil der gespaltenen Persönlichkeit des jungen Knaben packt, der entstand, als sein Vater ihn misshandelt hat. Und genau dieser Junge wird ein typisches Opfer von so Reibenbars. Mehr davon im zweiten Part. Ja, ein paar Punches, die wirklich tief gingen. Ne? Gegen keinen einzigen, der tief ging. Lustige Sachen, gute Reime, auch besser gerappt natürlich, aber die Runde geht schon an Merlin. Ne? Woran liegt es, dass Merlin sich so selten vorbereitet? Der war doch schon hier, hat er doch schon mal zugesagt. Bei dem, was der alles so privat und in seinem Umfeld, was der alles so auf den einprasselt, was der alles schon durchgemacht hat, gesundheitlich, Pipapo, links, rechts, Hund, Katze, Maus, ist schon krass, dass der überhaupt noch so eine Battle Rap Legacy am Start hat. Selbe zweite Runde! Kakobi! Ey, deine Mutter ist so fleischig und schwer, die rollt nicht, die bleibt wie ein Berg. Doch ich komm rein mit nem Skrrr-Pimmel steif wie ein Speer und hab das Nein von diesem Weibsbild anscheinend überhört. Erst wird zum Takt der Vergewaltigungspfeife getwerkt und dann besteige ich den Berg ohne Seil, als ob ich Spider-Man wär. Shazam, Junge! Ja, das hat ihm natürlich so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, was der Merlin, der packt Bedeutung ins Battle und da kommt der andere Kollege mit, ja, sag ich mal, weniger Bedeutung, das nimmt viel weg auf jeden Fall. Deswegen hätte Merlin auf dieselben Sachen gesetzt wie Kakobi, wäre es so ein gegenseitiges Belustigen gewesen halt, aber so ist jetzt halt, ja, hat er so ein bisschen in seine Richtung gelenkt, ist geil. Du stehst daneben, meckerst rum, wie gemein das doch wär. Ich kenne keinen, der so herzzerreißend weinen kann wie er. Doch ich bin eisern, Gefühle bleiben für mich ein Geheimnis. Ich hab ein eisiges Herz, zwei Leben zerstört, doch halte meines in Ehren. Ich bin so scheiße im Ernst, ich starte Streiterei nur zum Scherz. Ich erzähle Mars, dass Zepter gesagt hat, dass Crackpipe gesagt hat, dass Zepter gesagt hat, er sei die erste Reihe nicht wert. Und wenn Mars Zebra fragt, wo nimmst du die Dreistigkeit her, schreite ich ein und sage, Jungs, beweist doch einfach mal Reife und klärt die Scheiße, wie man Scheiße halt klärt. In einem 1 gegen 1, hier sind Peitsche und Schwert. Ich bin ein gemeiner Kerl, so einzigartig, kalt und pervers. Lucifer zeichnet im Kreis von scheinenden Kerzen mit seinem Dreizack ein Pimmel in den heißen und qualmenden Teer, opfert ein Einhorn und kehrt seine innere... Sorry, ist gut gerappt, aber ist immer noch ein Witz gegen das, was wir eben von Triple gehört haben. Rein nach außen, spricht gepeinigt von Schmerz einen heiligen Vers, in der Hoffnung, meinen Geist zu beschwören, um meine Weisheit zu hören, weil er weiß, er hat noch einiges vom Meister zu lernen. Yeah! Keiner bietet mir Einhalt, ich bin ein reimender Fiesling. Du warst zwar doppelt so lange in deiner Mutter wie ich, aber ich bin ihr heimlicher Liebling. Yeah! Dicker. Denn ich bin einfach zu cool. Sie zieht mir die Hose aus und schreit, Walla Schuf, dein drittes Bein hat gar keinen Fuß. Dicker, und dann wird die Schlampe prompt in den Arsch gefickt. Und die Alte schreit und schreit, bis sie blonde Haare kriegt. Und einen Affenschwanz. Scheiße. Sex mit mir ist wirklich guter Anime-Stoff. Verstehe. Und wenn die Fotze kommt, wird sie zum Super Saiyajin. Ist das ein Dingsbums? Ist das,
Ist das eine Referenz auf irgendwas? Ist das, weil er danach irgendwie mit Anime-Sachen kommt, ficken bis blonde Haare kriegt und einen Affenschwanz? Dragon Ball? Dragon Ball Referenz mit blonden Haaren und mit blonden Haaren und Affenschwanz? Ja? Gott! Oh, Super Saiyajin Gotto! Ruf die Homies an und dann rutschen wir zu sechs drüber, bis sie nur noch klingt wie eines dieser Quetschhühner. Ey! Dicker! Und der Cox spittet wie Rossbach. Skrrra! Spritz sie ins Nasenloch und die Fotze kriegt einen Rotzblatt. Denn das ist Ugly Boy Swag und all die Real Keeper meinen, Junge, mach nicht so wack. Immer diese Mutterlines muss das sein. Wir haben keinen Bock auf diesen stumpfen Scheiß, ey, das juckt doch kein. Doch Battle ohne Mutterlines ist wie ein Hungerstreik. Und ich hab Lust auf Fleisch und deshalb immer was zu futtern bei. Rappt ihr euch euren Frust vom Leib, ich bumst das dumme Notenvibe. Und bring Mutterlines wie Personals, sodass ihr nachts in euren Rucksack weint, ihr Fotzen. Yeah! Und komm hier nicht mit. Ich hoffe, du weißt, dass diese Texte keinen treffen. Denn ich antworte nur, ich hoffe, du weißt, halt deine Fresse, kein Interesse. Ich mach das so, wie ich mein. Denn ich will Battle, keine Grenzen. Was nicht heißt, dass ich Redefreiheit mit Konsequenzfreiheit verwechsel. Rap kann weiterhelfen, aber Rap braucht keine Message. Der eine mag Real Talk, der andere Deep Throat. Und ich bin das Beste aus zwei Welten. Yeah! Ja, und dann hatte ich noch einen Wacken. Aber den will ich nicht rappen. Mach Lärm! Auf jeden Fall besser als die erste, ne? Der ist ja auch ein guter, gar keine Frage. Ich finde auch geil, dass einfach zwei so ähnliche Arzten sich gefunden haben, beide krass rappen können und einzeln abreißen, zusammen im Team funktionieren. Ich finde das so, dass die sich so gefunden haben. Das ist ein Samurai! Ist ein geiles Ding. Und ja, humormäßig, vom Grund her nicht ganz so meins, aber haben sie auf jeden Fall und wie gesagt, eine der besten Punchlines, die ich im deutschen Battle Rap gehört habe, die mit diesem, der Typ gehört ins Heim, du bist kein Wunschkind, du bist ein überhörtes Nein, ist halt so, puh, Junge. Wenn du einmal sowas droppst, bist du halt drin. Geil. Damit zweite Runde für Merlin! Ja. So. Kevin, Anfang 30, täglich auf Pep und dem anderen anverkram. Innerlich zerfressen von Leid und Qualen, fragt sich rückblickend, was hat mir das Leben angetan? Er hat den Entschluss gefasst, Team Reiben. Stellt euch echt mal Merlin vor, maximal vorbereitet, dem Gegner ins Auge gucken, emotional dabei, so wie gegen Brian in Teilen. So, mit viel Zeit, wenig Stress. Ach, ey. So bleibt der beste Merlin einfach der immer noch der von Mighty Peding. Für immer zu verlassen. Gequält von seinen Gedanken, kämpft er mit der Fassung. Er hat so eine Stange Auf und Abs, wobei ihn immer und immer wieder jeder nach dem Anpumpen oder Frustentladen nur den Rücken kehrt, sodass er sich mit der Last, die er zu tragen hat, fühlt wie eine Hantelbank. Kevin sitzt auf dem Sofa, denkt sich, fuck, ich bin am Ende, ruf ich Falk mal an. Doch ans Telefon geht dieser Falk nicht ran, weil der mal wieder vor den Augen seiner Katzen sein Teil in seine alte rammt. Kevin fühlt sich müde, von der Welt verlassen, ihn macht dieser Gedanke krank. Steht auf, guckt in den Spiegel und denkt, er guckt seinen Vater, diesen dreckigen Versager, an. Dem er seinen ganzen Hass verdankt, ihn packt die Angst. Versucht sie zu betäuben, er hat noch eine Menge Schnaps im Schrank. Schafft's nicht dann, kommt ihnen im blanken Wahn der abstrakte Plan, dass man mit hochprozentigen und Rasierklingen auch ein letztes Bad nehmen kann. Mit einem Resultat, mit dem man seine Peiniger am besten strafen kann. Er quälte sich jahrelang. Nun torkelt er ins Bad, platziert den Stöpsel, öffnet den Wasserhahn. Hört dem Wasser rauschen zu, fühlt sich als Teil des Ganzen und fängt fröhlich zu pfeifen an. Legt die Kleidung ab. Dreht das Wasser ab, hat die Scheiße satt und sorgt, bevor er in die Wanne steigt, dafür, dass er alles greifbar hat.
Nun liegt er in dem warmen Bad, innerlich leicht angespannt, mit den Rasierklingen in der einen und dem Weinbrand in der anderen Hand. Exters Glas ist ein letztes Mal noch ganz verkrampft. Als er realisiert, dass es bald ein Ende hat, fängt er zu lächeln und zu strahlen an, fühlt sich frei gelöst, ist locker total entspannt. Und in dem Moment öffnet sich ihm eine neue Pforte, denn er schneidet mit der Klinge längs der Ader lang. Es pulsiert aus seinen Armen. Der Rhythmus beruhigt ihn und wird von Minute zu Minute ein Tick langsamer. Er liegt vom Alkohol sowie Blutverlust berauscht in dem Wasser, welches unlängst die Farbe von seinem Weinbrand hat. Gönnt sich ein zweites Glas, schenkt sich noch ein weiteres nach und fühlt sich zum ersten Mal im Leben der Freiheit nach. Leicht schwummrig vor Augen wie auf einer Achterbahn, wird ihm erst eisig kalt, dann wieder langsam warm. Kurz vor diesem einen, diesen letzten, diesen langen Schlaf, wird ihm weinend klar, dass die Lösung der Probleme nicht das Theaterstück namens Reiben war. Traurigerweise ist es, wie es ist. Sein Erleben. Der wäre aber besser gekommen, wenn er den genau im selben Stil weitermacht, ne? Dass die Lösung nicht das Reiben war. Also mehr so Dramatik, ein bisschen langsamer als, dass die Lösung das Team Reiben war. Das passt halt gar nicht zu dem Part, den er vorher gebracht hat. So wäre es auf jeden Fall für mehr Emotionen gesorgt, wenn er das im ruhigen Stil irgendwie zu Ende bringt und ein bisschen langsamer macht und schwerfälliger, anstatt dann irgendwie zu schreien, weil das ist irgendwie so. Stück namens Reiben war! Kurz vor diesem einen, diesem letzten, diesen langen Schlaf, wird ihm weinend klar, dass die Lösung der Probleme nicht das Thema. Wird ihm langsam klar, dass die Lösung des Problems nicht das Theaterstück namens Reiben war. So, ist auf jeden Fall ein bisschen schwanger als. Theaterstück namens Reiben war! Traurigerweise ist es, wie es ist. Sein Erleben ist wie sein Ende. Er hat ungemerkt Unmengen an Leid ertragen, weil in dem Moment, wo er Hilfe brauchte, war keine da. Weil der Moment, wo die einzig wahre einzig kam, der eine war, in dem er einsam und alleine seinen Freitod starb. Danke, Falk. Am Ende... Am Ende des Tages ist jedes Dasein vergänglich. Und ich mache euch mal gerade die Parallelen zwischen seinem Ableben und dem Battle erkenntlich. Das Stellwerk ist die Badewanne. Du bist der Kevin. Falk ist die Klinge. Und ich, ja ich, bin deine letzte Erkenntnis. Ja. Ende! Merlin ist weg! Hamburg, mach dir nochmal Lärm für diese zweite Rolle von Merlin! Aber dieses Selbstmordbild natürlich schön gemalt. Aber jetzt so treffen ist ein bisschen was anderes. Für mein Empfinden her so. Macht er natürlich geil und baut er geil auf und so, aber irgendwie ist so, ich weiß nicht. Mann, das Ende war auch für die Runde, war es voll passend, aber. Also ich fühle es nicht so komplett. Ich meine, wo kommt das her? Was soll das? Warum dieses Selbstmordszenario? Alter, ey, was soll das? Beide MCs haben jeweils noch eine Runde! Seid ihr bereit hier für das Finale? Yeah! Und letzte Kakobi! Ja, Mann, von Suizidgefahr brauchst du mir echt nichts erzählen. Aber Dicker, alles gut, ich nehme jetzt Tabletten dagegen. Ey, wie viele Merlins braucht man, um deutschen Battle Rap zu retten? Nein. Kein Plan, aber die BRB läuft echt beschissen. Versteh mich nicht falsch. Ich respektiere, was du für Hip-Hop tust. Du gibst selbst dem letzten Dulli eine Chance. Aber bitte nicht in einem Laden, der für Wasser 2,50 Euro verlangt. Für 0,2, Junge. Und das mitten im Pott. Dicker, da ist... Ja, passt wegen der Depression, aber das ist doch dann eine ganze Runde. Gefühlt nur jeder Achte mit einem Job. Und dieser Endpunch ist so irgendwas Vernichtendes. Ich bin ein letzter Erkenntnis, ich weiß nicht. Top! Und bei 7 zahlenden Gästen kann man sich ja ausrechnen, wie fies und hart das Geschäft ist. Die Location ist scheiße. Da drinnen sind mindestens 40 Grad ohne Menschen. Die Toiletten sind nur zum Pissen da und so dreckig, dass ich mich frage, warum sich noch niemand beschissen hat vor Entsetzen.
Und in der Crowd steht immer so ein Riesenarsch mit einer Cappy, der immer dazwischen labert und Real Talk sagt bei Real Talk. Yeah. Nach jeder Line, ob es passt oder nicht. Früher war das mal witzig, doch mittlerweile greift man sich statt zu lachen nur noch fassungslos mit der Hand ins Gesicht. Und Merlin, der kriegt das Ganze nicht mit. Der sitzt draußen, auch mit der Hand im Gesicht, aber nicht vor Lachen und Cringe, sondern vor Angst, den nächsten Batzen Kredit nicht zahlen zu können und dass er damals in der Schule immer gesagt hat, Mathe ist Mist, nee, da mache ich nicht mit. Ey, egal, er hat alles im Griff, denn er macht das nicht für die Patte und Klick, sondern für dich. Aber das ist auch ein dummer, ja, das ist auch ein dummer Engel, ne? Den dafür zu dissen, dass der da was aufbaut, so irgendwie, wo du selber dann teilnimmst. Also für Erfolglosigkeit jemanden dissen, kann man machen auf jeden Fall. Aber nicht, wenn es so eine Plattform ist, wo du selber halt voll oft bist und dich da voll zu Hause fühlst und ich weiß nicht, immer mit deinen Homies da reinkommst und so, das ist doch. Ich und mich und dafür bedanke ich mich. Die BRB, eine absolute Schatzinsel, wirklich. Dort sind all die Dinge möglich, die auf einer anderen Plattform so niemals stattfinden würden. Robskio gegen Native, Rolling G und Deadstock gegen Rossbach und Fleckit. Junge, richtige Hochkaräter-Matches. Und da meine ich nicht ironisch. In der richtigen Location wäre die BRB Battle Raps heimliche Ikone. Allein die Freestyle-Battles, Junge, Endgame im Quadrat. Da machen Typen mit, die werden sogar von der TTT-Fanbase hinterfragt. Hier, der eine mit der scheiß Frisur und den dürren, schiefen Hühnerpiepen. Beginnt der Beat, dann rappt der nicht. Der ist die ganze Zeit am Skirren und Schießen. Dass du so jemandem überhaupt eine Bühne bietest. Wirklich. Aber Merlin gibt sich Mühe. Also warum bist du so broke? Du musst in einer konkurrierenden Liga battlen, damit es sich lohnt. Doch bevor du denkst, das ist Ende, weil du glaubst, Hip-Hop ist tot, mein nächstes Match in der BRB, kein Problem, Digi, ich mach dich groß. Yes. Ah, Mund ein bisschen vollgenommen, ne? Bisher selber auch kein großer Name, Solo zumindest. Aber Spaß beiseite, Props an die BRB, verrückteste Szene. Woanders grüßt man sich verlegen, dort berührt man deine Seele und das Glück spricht aus jedem. Nie so viele Küsschen bekommen, nie so viele Küsschen gegeben. Vor allem seit ich solche Events absolut nüchtern ergebe. Außer heute. denn es stimmt, ich war echt der heftigste Dope-Fiend. Immer nur stoned, besoffen, Pep und Pillen am Ballern und ständig am Coke ziehen. But that was the old me. Vor einem Jahr hieß es Kevin Ghost Clean. Junge, zeig mal Respekt, jetzt bin ich frei von dem Dreck wie die Grove Street. Yeah. Back to real. Jetzt trainiere ich nur noch mit AK-47s und Magnums mein Weapon Skill und achte auf Lungenvolumen, Ausdauer und Sex Appeal. I'm dressed to kill. Yeah! Du fettes Vieh, ich fick deiner Bitch ins Face. Du kommst rein und meinst, what you doing, digging graves? also mach nicht auf harten Baller am Straßencorner. Du bist nicht number one, du Opa. Du bist two number nines, a number nine large. Du bist two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese and a large soda. Yeah! Und ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. jetzt habe ich drei Runden deine Ehre beschmutzt. Aber weißt du, wie du dieses Battle geschenkt kriegst? Sag mal dreimal hintereinander ganz schnell tschechische Stretch Jeans. Tschechische Stretch Jeans, tschechische Stretch Jeans, tschechische Stretch Jeans. Heftig. Habe ich damals auch probiert, geht nicht. Und dann hatte ich noch einen Freshen. Von GTA. Aber okay. Den habe ich vergessen. Tobi! Ey, yo, Stellberg! Dritt und letzt! Irgendwie schwach ausgeführt. Ja, ist nicht so ganz, so, nicht so ganz böse, ne? Würdest du in der BRB battlen? Nee, ich glaube nicht. Also ich kann mir jetzt kein Szenario vorstellen, wo das irgendwie passen würde. Nicht mit dem Merlin zu tun oder sonst irgendwas, sondern ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen. Erste Runde auch für Merlin! Stopp. Von mir wurden gerade zwei Runden mit Substanz gebracht. Und da wir heute in Hamburg sind, reimte sich bis jetzt alles Gesagte auf Hansestadt. Und das alles nur, weil ich an Lyrik einen anderen Anspruch habe. Doch. Aber das stimmt ja nicht.
Also es waren auf jeden Fall genug Reime, natürlich krass viele Reime auf Hansestadt dabei, aber nicht alles. Cynic gegen Lyri in der BRB. Lyrico habe ich einmal geschlagen, den battle ich nicht nochmal. Vor allem nicht in Dortmund vor 100 Leuten. Auf gar keinen Fall. Olymp ist was anderes, aber da ist ja das Geile, ne? Wirklich Luxus, weil alle wollen einfach, dass ich bei denen battle. Wem willst du denn battlen? Was brauchst du denn? Komm mal hier hin, das ist so geil. Also, sehr, sehr komfortable Ausgangslage, die ich da habe auf jeden Fall. Ja, guck mal, in der zweiten Runde ist nicht alles auf Hansestadt. Fertig, aus, Goini. Lass mich kurz überlegen. Genau. Olymp. Nächstes Jahr wäre das ja, glaube ich, erst. Mal schauen. Komm, mal quatschen. Jetzt zeige ich dieser Punker-Slut, dass ich auch noch ganz anders kann. Ich weiß, es klingt primitiv. Doch dein Vater ist ein richtiger Peach. Er kam sein schwitziges Glied massierend in dein Zimmer und sang, ich will doch nur spielen. Deine Familie ist richtiger Abschaum wie die Hartz-IV-Politik. Und ein kinderverliebter Inzestbetrieb seit der Ming-Dynastie. Warum rappt man sonst davon, dass man beim Missbrauch die Sache hochspielt oder den Schwanz seines Vaters lutscht? Beim Abspritzen auf den Arsch von einem Knaben guckt und sich als Sexsklave jahrelang im Kerker halten lässt wie Natascha Kampusch und Spartacus? In deinem Pablo-Battle sagtest du, ich bin so ein dickes Stück, ich lutsch deinem Vater den Schwanz und spuck dir deine Geschwister ins Gesicht. Klingt schon leicht verrückt, sag mal ganz richtig tickst du nicht, aber wer weiß, vielleicht ist es ja Real Talk, den er kriegt. Stellt euch mal kurz vor. Der 18. von Pablo. Kevin kommt vorbei mit Käsedip und Nachos. Die ganze Familie sitzt zusammen und die Familie feiert. Die Gäste gehen nach und nach, außer Kevin. Dessen Zug fällt aus und zurück fährt ihn keiner. Die Mutter längst im Bett, auch Pablo geht schlafen, der Abend dem Ende nah. Sitzt nur noch... Der Abend dem Ende nah. Sitzt nur noch Kevin und der fette, schmierige Vater von Pablo in seinem schweißtriefenden, befleckten Unterhemd da. Kevin gießt ihm etliche Schnäpse nach. Der Alte, der hängt schon da. Sabbat schnarchend im Schlaf, lässt einen ziehen und Kevin denkt sich, ich hab jetzt echt Bock auf Schwänzeblatt. Rutscht zu ihm rüber, streichelt die Leiste und öffnet den Reißverschluss. Benetzt die Lippen mit seinem Speichelfluss und schwupps, wird der Pillemann schon steif gelutscht. Kevin gibt alles, variiert das Tempo, nagt die komplette... Ja, ihr schreibt doch einer, ne? Erinnert an Mikesh gegen Papi Schlauch, ne? Nach dem Motto, Benno, ich schwöre, du lutschst jetzt. Vom Prinzip her, ja. Ich weiß nicht, ob Mikesh der Erste war, der es gemacht hat, aber das Erste, also was ist da los, Jordi? Was lasse? Naja, auf jeden Fall, weiß nicht, ob Mikesh der Erste war, aber das ist auf jeden Fall nicht gebeitet, aber... Plus und schwupps wird der Pillemann schon Schluss. Ich hab jetzt echt Bock auf Schwänzeblatt. Rutscht zu ihm rüber, streichelt die Leiste und öffnet den Reißverschluss. Benetzt die Lippen mit seinem Speichelfluss und schwupps wird der Pillemann schon steif gelutscht. Kevin gibt alles, variiert das Tempo, nagt die Eichelkranz-Käsekruste komplett weg, trotz Eiterduft. Woraufhin er eifrig weiterlutscht. Er merkt, wie der Vater schnarchend zuckt, denkt sich, jetzt ist er heiß genug, noch ein kleiner Ruck und er hat den geilen Schuss in seinem Schlund. Gönnt sich den ersten kleinen Schluck. Spielt mit dem... Der Joker, FB, ich will das jetzt wieder anfangen.
Auf jeden Fall. Für die Woche ist mal ein Tag zu Hause geplant, dass ich hier mal wieder eine normale Augefolge machen kann. Genau. Also habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Dem Rest im Mund rum und gurgelt wie Mundwasser. Doch dieser perverse Vaterficker. Immer noch, jetzt immer noch dieses Szenario, ne? So ein richtiger Hundsbastard. Er bellt die Scheiße im Mund und geht leise die Treppe rauf. Schleicht sich in Pablos Zimmer und weckt ihn auf, indem er zu ihm unter die Decke taucht. Pablo wacht voller Entsetzen auf, reißt losschreiend seine Fresse auf und Kevin spuckt ihm die Überreste seines Vaters direkt ins Maul. Und flüstert ihn mit sanft irrigierter Stimme ins Ohr, ich leck dir auch die Rosette aus. Du machst mit deinen Reihen, Jungs, immer auf Ehrenmann hoch 4. Aber das fand ich jetzt... abgesehen davon, dass man das nicht mehr so machen kann, weil ja das Mika schon mal einmal und sehr, sehr gut auch gemacht hat. Ja, ist es auch nicht gut, finde ich. Ich finde es auch nicht gut. Ich glaube, ich hätte live auch nicht gelacht. Ja, das ist ja das Ding. Wenn du halt... ich habe mich über den Kollegen ausgelassen, habe den hier zu einer Sag-Ihm-Folge geholt, ne? Er hat sich sehr gut vorbereitet, saß mit Blättern und Zitaten, manche davon falsch, manche davon richtig, hat sich hier Frust von der Seele geredet, ich brauche nichts mehr sagen und den Rest machen die entsprechenden Personen ja selber. Ich meine, ihr wisst ja, ihr merkt es ja selber, da brauche ich ja gar nicht, was soll ich denn dazu noch sagen? Doch bist so dermaßen auf Väterpenisse fixiert. Auch die Rosette aus. Du machst mit deinen Reihen, Jungs, immer auf Ehrenmann hoch 4. Doch bist so dermaßen auf Väterpenisse fixiert, dass es dir anscheinend egal ist, wenn du mit deinen Blowjob-Skills, welche du dein Leben lang trainierst, bis zum Tag deines Erscheins gut funktionierende Ehen ruinierst. So, und ich find's Real Talk sehr traurig, dass auch wenn's witzig gemeint war, gerade du was über meine Liga sagst. Undank ist der Welt ein Lohn, doch von dir hätte ich das nicht gedacht. Aber schön, dass er es auch, so noch mit einbaut, dass er da extra nochmal dazwischen sagt. Ich finde es Real Talk sehr traurig, dass auch wenn es witzig gemeint war, gerade du was über meine Liga sagst. Normal war es wahrscheinlich so geschrieben, ich finde es Real Talk sehr traurig, dass du was gegen meine Liga sagst und nicht nach dem Motto, wie er es hier macht. Sehr traurig, dass auch wenn es witzig gemeint war. Auch wenn es witzig gemeint war, weil das jetzt... glaube ich, nicht so geschrieben gewesen. Mit diesem, auch wenn es witzig gemeint war, war, glaube ich, von Merlin nicht so geschrieben, sondern das war so dazwischen reingestreut, weil es halt in der Runde davor so war und es passt natürlich so schön. Ne? Gerade du, was über meine Liga sagst. Undank ist der Welt ein Lohn, doch von dir hätte ich das nicht gedacht. Immerhin habe ich euch schon zu Anfangszeiten für einen Gig bezahlt, bei dem nicht mehr als 30 Menschen vor der Bühne standen. Dezember 2017 habe ich gesagt, ein Two-on-Two, On-Beat-Battle gegen Chris Kotzen und Anonym wäre richtig krank. Das wurde noch dick bejaht, kurz bevor ich feststellen durfte, was ihr super loyalen Übermenschen nicht alles für ein Splash-Ticket macht. Wahrscheinlich seid ihr zum Schief gerannt und habt ihm gesagt, wir haben da ein Battle wirklich sick und krass, denn genau nach meinen Vorstellungen fand das besagte Two-on-Two bei Diltilly statt. Das fand ich nicht so prall, doch als ob nichts geschah, wurde mir weiter ins Gesicht gelacht. Alles halb so wild, es stellte bloß ein paar Unterschiede klar. Für mich ist Rap mein Leben, für euch ist Rap ein Businessplan. Immer das Auge drauf gerichtet, wo man mehr Mücken macht und welche Plattform bessere Klickzahlen hat. Doch was habe ich nicht alles für dich und für dich gemacht? Hä? Olymp 2018. Alle eure Leute und Freunde mussten keinen Eintritt bezahlen. Ließ die meisten mit ins Backstage. Gratis Getränke, was Warmes zu essen. Den ganzen Mist machte ich euch klar. Hab keine, alles aus Liebe zur Sache. Hab keine Sekunde egoistisch nur an mich gedacht. Gab euch die größte Crowd eures Lebens. Dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Yeah! Da kannst du auch, da wird der Mittelfinger wird dem auch nicht gerecht. So, da musst du... die Line ist halt, also das ist halt so, die Line ist halt so böse, ne? Das ist halt so, also schön, einfach nur wunderschön, als Battle-Rap-Fan einfach nur wunderschön. Ich gab euch die größte Crowd eures Lebens, dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Das ist,
trifft viel mehr, als wenn er sagt, ich hole euch in den Backstage, 1500 Leute sehen euch und eure Musik ist scheiße. Nee, ich gebe euch die größte Bühne. Dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Das ist so, kann man schöner nicht formulieren, finde ich. Machte ich euch klar. Hab keine, alles aus Liebe zur Sache. Hab keine Sekunde egoistisch nur an mich gedacht. Gab euch die größte Crowd eures Lebens. Dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Yeah! Und man beachte auch die kleine, seinem Talent geschuldete Pause. Gab euch die größte Crowd eures Lebens. Dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Aus Liebe zur Sache. Hätten andere durchgerattert. Hab keine Sekunde egoistisch nur an mich gedacht. Gab euch die größte Crowd eures Lebens. Dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Yeah! Oh, das ist so schön. Fremde Leute. Und deswegen ist der Mittelfinger auch deplatziert. Guck mal, ich will jetzt nicht zu sehr, ist eh schon zu spät. Ich mag die auch, alles super. Aber deswegen ist halt der Mittelfinger, deswegen passt der halt auch nicht, weil der sagt ja nicht, dass die Musik scheiße ist. Der sagt einfach nur, Dicker, ich mach das so und das sind die Umstände. Eigentlich feiere ich das gar nicht, was ihr macht und macht das trotzdem. Und da kann man, macht da keinen Sinn, aber es trifft auf jeden Fall des Grauens beide. Musikgeschmack! Ja. Deswegen dreht er sich auch sofort um. Und das ist wirklich ohne Spaß. Und da sagen Leute, Cynic, Leute im Publikum, es hat niemanden gestört, bevor du was gesagt hast. Dabei seid ihr nicht mal mein Musikgeschmack. Ja. So. Wunderschön, alles ebbt ab. So, und das ist ein Samurai. Fremde Leute traten an mich heran, um mir zu sagen, dass es für euch anscheinend noch sehr witzig war, damit zu... Ganz kurz. Cassius Clay, danke dir erstmal für die 5 Euro auf jeden Fall. Der klassische 5er Schutzgeld für die Inspiration. Ja, ja. Demut auf jeden Fall auch in dein sehr weißes Gesicht. Gank Moody, danke dir für den Sub. 4 Monate in Folge. Merzhase, 2 Monate in Folge. Danke euch vielmals. Prahlen, was ich so zahle. Und auch da habe ich nichts gesagt und entschied mich fürs Frieden, waren aus Liebe an den Teamgedanken. Immerhin kann ich ohne zu lügen sagen, dass im Vergleich mit mir für dieses Game kaum wer so viel Liebe hat. Hab aus dem Nichts eine dritte Plattform mit ins Spiel gebracht und es damit sogar bis auf den Olymp geschafft. Klassisches Loaded Lux Phänomen, Loaded Lux Calico, wer das Battle kennt, werden wir uns bei der nächsten Ami Battle Rap, müssen wir auch noch machen. Das ist der Plan. Ohne mich? Genau. Klassischer Loaded Lux, Calico, Dingsbums. Man weiß nicht ganz genau, wer ist vorne. Und die dritte Runde geht so tief. Und die ist so. Die überschattet alles, was vorher da war. Da ist das Ding durch. Comedy müssen wir auch noch machen. Junge. Hättet ihr noch keine vierstellige Crowd bei einem Gig gehabt? Ohne mich gibt's in eurem Team kein Levin, der die Videos macht. Ohne mich gibt's in eurem Team kein Ryko, der in die Sache so viel Liebe packt. Drum sag ich's den Morpiden, Prax, heute hier in dieser Stadt. Es ist nichts anderes als ein Real Talk Part, wenn ich vor laufender Kamera auf Video sag: Euer Scheiß-Team Reim, wie es heute steht, hab ich gemacht. Ja! Kann man besser betonen, aber vom Inhalt her ist Weltklasse. Den Morpiden-Prax heute hier in dieser Stadt. Es ist nichts anderes als ein Real Talk Part, wenn ich vor laufender Kamera auf Video sag: Euer Scheiß-Team Reim, wie es heute steht, hab ich gemacht. Ja! Lebt von der Emotion, kann man sauberer machen, aber Emotionen reißt raus.